Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich arbeite gerade an der Ausarbeitung dieser Thematik über die 2300 Abende und Morgen im Propheten Daniel und habe mir so gedacht, während ich das so zusammengestellt habe, mich würde interessieren, wie ihr darüber denkt. Also ich würde mir wünschen, wenn ihr Gedanken zu diesem Thema habt, 2300 Abende und Morgen und wie das zusammenhängt, was damit gemeint ist, dass der Tempel wieder geweiht werden wird nach diesen 2300 Abenden und Morgen, was das bedeutet, wie man das heilsgeschichtlich zusammenbringen kann und einordnen kann für die letzte Zeit, was heißt 2300 Abende und Morgen und wie passt es eigentlich zu der zweiten Jahrhälfte der 70. Jahrwoche, wie kann man das da reinbringen, weil ich würde das gerne mal vorher abfragen. Und im Nachgang dann so in ein paar Wochen, in ein paar Tagen, wenn ich soweit bin, das dann hochladen. Denn da wird es wahrscheinlich einiges an Kritik hageln. Und da würde ich mir wünschen, dass die Kritiker sich vielleicht vorher einfach mal äußern, was sie so an Gedanken dazu haben und wie sie das einordnen würden. Dann glaube ich, würde das interessanter werden, wenn man dann die Sichtweise sieht, die ich euch gerne vorstellen würde und wie die zusammenpasst in dieses Endzeitszenario, was ich bisher aufgemacht habe. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr da Gelegenheit habt, so ein paar Zeilen zu schreiben, einfach in den Kommentarbereich. Ich meine so und so, das heißt dies und das. Und ich glaube, das wäre ganz interessant, im Vorgang das zu machen. Ich freue mich über möglichst viele Zuschriften. Dankeschön und bis bald. Ciao.